Möchtest du wissen, was an kosmischen Energien gerade unterwegs ist, was mit unserer Erde gerade passiert, energetisch und spirituell? Möchtest du wissen, was du machen kannst mit der Energie dieses Portaltages, den wir heute haben? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen zu meinem aktuellen Energievideo, heute frisch nach meinem Powerwalk in der Kälte durch den Nebel, durch die Sonne. Und ich möchte dich einfach darauf aufmerksam machen. Wir hatten gestern nach einer wunderschönen und relativ langen Atempause mal wieder einen Sonnensturm. Doch ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dieser letzte Sonnensturm hat so viel positive Energie gebracht. Er war lange nicht so aufwühlend wie die Sonnenstürme, die wir in den letzten Wochen erlebt haben. Und ich bin total dankbar. Ich hatte eine ganz wichtige Vision in der Nacht. Von Donnerstag auf Freitag. Gestern hatte ich dann einen Meditationsabend und ich möchte mit dir gerne die Energie teilen, die ich wahrgenommen habe. Übrigens ziehe ich nachher noch Engelkarten, habe ich ganz vergessen zu sagen. Also, die Schumann-Frequenz übrigens ist ein Flüstern. Wirklich zart, weich im Hintergrund. Im Moment, wir wissen ja nie genau, wie lange diese Effekte anhalten, aber ich hatte im letzten aktuelle Energievideo darüber gesprochen, dass es wirklich eine weiche, sanfte Atempause ist. Und so empfinde ich es auch. Also es ist eine ganz nährende, stark unterstützende, heilsame Welle. Ich durfte ja im letzten aktuelle Energievideo ein kurzes Channeling mit Erzengel Samuel machen. Wunderschöne Reinigung für unser Stressfeld, dass wir aus dem Stressfeld herauskommen. Und danach gestern eine so berührende, gechannelte Botschaft dann von Erzengel Samuel bekommen, in der es darum geht, das Herz zu befreien und zu reinigen. Also das sind beides sehr, sehr tolle Impulse. Ich habe sie auch beide extra in meinem Blog online gestellt, damit ihr sie auch nachlesen könnt. Ihr könnt euch natürlich auch das Video anhören. Es ist so heilsam und ich danke allen, die so schöne Feedbacks darauf gegeben haben, die das gespürt haben, was für eine Liebe da im Feld ist. Und als ich mich dann so intensiv eben mit der Engelenergie verbunden habe und mit dem kosmischen Feld, habe ich gespürt, dass sich tatsächlich etwas in den Dimensionen tut. Also es ist wie eine Realitätsverschiebung, wie eine Dimensionsverschiebung, als würde mehr Energie aus den, wie wir das nennen, höheren Dimensionen in unser 3D-Feld fließen. Also wie viele andere auch, habe ich mich ja schon lange entschieden, in den höheren Dimensionen zu sein. Also es ist ja eine Entscheidungssache. Und wenn ich mich weiterentwickle, ist der Zugang dazu auch sehr leicht zu erhalten. Und dennoch spüre ich natürlich auch in alle Dimensionen hinein, um euch zu unterstützen. Denn aus meinem Feld heraus, das sich schon hochgeschwungen hat, kann ich viel erzählen. Aber es wachen gerade so, so viele Menschen auf, die ich ja unterstützen möchte, auch in ihrem Erwachensprozess. Und da nützt es nichts, von höchsten Dimensionen zu sprechen, wenn das Basiswissen fehlt. Und das vermittle ich so oft ich kann in meinen Videos. Und bitte, das hat jetzt nichts mit besser oder schlechter zu tun, überhaupt nicht, sondern das ist einfach ein Entwicklungsweg, ja, um das nochmal ganz, ganz klar zu sagen. Wir haben alle unser Tempo, wir haben alle unsere Zeit des Erwachens, die einen in sehr jungen Jahren, die anderen erst später und das ist alles in Ordnung. Es ist alles genau richtig, denn es ist ja dein Leben. Und ich spüre im Moment, dass durch das massive Erwachen, das wir jetzt erleben, tatsächlich mehr der hochschwingenden Kräfte auf die Erde strömen. Es kommt dann zu einer leichten Verschiebung, zu einer leichten, wie soll ich das sagen, Kollision. Und ich spüre das manchmal, indem ich einfach so mein Tagwerk mache, besonders wenn ich mich bewege, dass ich plötzlich das Gefühl habe, ich bin einen Schritt vorwärts und gleichzeitig einen zurückgegangen. Das ist ein ganz komisches Feld der Wahrnehmung. Das kenne ich schon von früher. Das hatte ich immer mal wieder und habe dann immer auch mal wieder meine Kolleginnen und Kollegen gefragt, hey, wie empfindet ihr das im Moment? Und dann bin ich ganz glücklich gewesen, dass es mehreren Menschen so geht.
Also für mich ist es ein großartiges Gefühl, dass sich eben sehr viel tut auf unserer schönen Erde, in unserer Menschenwelt und dieser Portaltag. Und wir haben ja noch einige Portaltage im Februar. Wenn du dich dafür interessierst, dann empfehle ich dir wärmstens die Zusammenfassung meiner lieben Kollegin Jamila Metisch. Ich werde sie unten in der Videobeschreibung verlinken und alles Wichtige natürlich dort unten ergänzend zu meinen Infos auch in der Videobeschreibung. Und heute, ohne zu wissen, was laut Maya-Kalender für eine Welle und für einen Tag ist, energetisch, fühlt es sich für mich so an, als würde heute wieder mal so ein Dimensionstor aufgehen für alle Menschen, egal ob sie gerade erwacht sind oder schon lange auf ihrem Weg sind, dass wir uns je nach Gefühl höher schwingen können. Und es ist eine Riesenchance, es ist ein Riesengeschenk und ich freue mich sehr, 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 wenn du dieses Geschenk wirklich annimmst. Ich habe schon öfter in den letzten Jahren von diesen Toren gesprochen. Wir hatten ja gerade Ende Januar bis zum 2. Februar einen richtigen Portaltag-Korridor. Dazu habe ich auch Videos gemacht. Und das war für mich ein Leuchten und Funkeln und Strahlen. Ich habe richtig gebadet in dieser kosmischen Energie, die für uns präsent war. Und es hat wieder viele, viele Prozesse, positive Prozesse in Gang gesetzt bei sehr vielen Menschen. Dann war jetzt, wie gesagt, diese schöne Atempause, auch wenn zwischendurch immer mal Sonnenstürme sind, die ein bisschen Unruhe reinbringen, bis auf den heutigen, beziehungsweise gestrigen, der ja super schöne Energie gebracht hat. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass wir ein neues Level wieder mal erreichen können. Es gibt Zeiten, da gibt es richtige hohe Sprünge. Und jetzt fühlt es sich so an für den Februar, dass es so ein schöner kleiner Zwischensprung ist, der uns auch wieder erweitert in unserem Liebesfeld, dass wir noch mehr Liebe und Energie aufnehmen können, der uns eben in der Heilung unterstützt. Also ein wirklich schöner, weicher, kraftvoller Impuls, den wir aus dem Kosmos, aber auch aus der Erde empfangen dürfen. Und ich werde mit euch morgen dann meine schöne Meditation zu diesem Dimensionswandel teilen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne dann mit dieser Meditation dieses Feld, das sich jetzt eben heute öffnet, für die nächste Zeit nutzen. Und damit es heute kurz und knackig bleibt, wir haben ja Wochenende, juhu, und ich werde gleich wieder malen, werde ich wieder Engelkarten ziehen und mal schauen, welche Energien jetzt diesen Prozess, diesen Hüpfer in unserer Entwicklung, wenn wir denn wollen, unterstützen. Ich bin so happy, diese Energie ist so wunderschön. Also natürlich, wir sind im Wandel, wir sind im Prozess und da kommen immer mal auch Herausforderungen und ich erlebe sie auch, aber ich habe das Gefühl, dass diese Energie, wenn man sie nutzt, wenn man diese Reinigung nutzt, also nach dieser Reinigung mit Erzengel Chamuel, hat sich so viel verändert, das habe ich in meinen Träumen gespürt, die letzten beiden Nächte. Und da kommt eine neue Klarheit ins Feld. Und wenn wir das nutzen, können wir so gute Lösungen finden. Also es ist eine sehr gute, lösungsorientierte Energie gerade. So, jetzt ein Engel für den Körper, einen für den Geist und einen für die Seele. Oh, der Engel der Lebensfreude für den Körper. Juhu, mein absoluter Lieblingsengel. Ich muss unbedingt mal wieder so einen Freudensprungengel malen. Also der Engel der Lebensfreude sagt, höre auf deinen Körper, was er braucht, um wirklich ganz, ganz, ganz viel Lebensfreude zu tanken. Wie gesagt, wir haben Wochenende, nutzt diese Kraft, nutzt diesen teilweise, wie ich gehört habe, in Mitteleuropa auch sonnigen Winter und lass dich auftanken, schau nach den Schneeglöckchen, schau nach den Frühblühern und nach allem, was jetzt Freude schenkt. Dein Körper braucht das Gefühl der Freude, denn dann kann er alles meistern. Für den Geist, der Engel des inneren Kindes. Ein sehr schönes, mit ganz vielen Strasssteinen besetztes Bild, das damals entstand, als ich diese Kraft empfangen durfte. Und der Engel des inneren Kindes sagt, öffne deinen Geist
in Kombi mit dem Engel der Lebensfreude für die kindlichen Impulse in dir. Also frag mal dein inneres Kind heute, was für schöne Gedanken es sich machen möchte. Ja, ob du einen schönen Film schaust, ob du mal mit deinem inneren Kind in ein Tagebuch schreibst, wie du dich fühlst und was für schöne Gedanken für Tagträume oder Meditationen du machen kannst, damit dein Geist sich auch für diese Freude öffnen kann. Zu guter Letzt der Engel der Sterne für den Seelenimpuls. Und deine Seele in Kombination mit der Frequenz der Engel sagt dir, öffne dich für die Impulse und Inspirationen des Kosmos. Das passt jetzt sehr schön. Unsere Sonne ist ja ein Stern. Wenn man es im gesamten Universum wahrnimmt, sind das, was wir hier auf der Erde Sonne nennen, im Grunde ein Stern. Und lass dir von der Sonne, unserem Heimatstern, ganz viele Lösungen schicken für deine ganzen Themen, die du im Moment hast. Öffne dich, meditiere eine Weile, öffne dich für die Sonne und lass die nährenden Inspirationen zu dir fließen in Form von Bildern, von Worten, von Gefühlen und schreib sie auf. Du wirst spüren, dass du viel mehr Kraft für gute Lösungen in deinem Tag hast. So, ich freue mich jetzt darauf, morgen mit euch dann auch die Meditation zu teilen. Es war so schön, es war wieder so ein tolles Feld gestern, dass wir hier auf Mallorca für die Welt öffnen konnten. Wir haben so viel Liebe und so viel Kraft in die Welt geschickt und das teile ich sehr, sehr gern mit dir in Form dieser Meditation. Also, ganz viel Liebe, ein wunderschönes Wochenende und bis bald. Wir sehen uns. Deine Sonja Ariel. Ciao.